Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Konsensus den Röfo-Podcast. Aktualisierte Leitlinie zur Diagnostik und Therapiekontrolle der obstruktiven Sialadenitis. Vogel und Kollegen stellen in ihrer Übersichtsarbeit die für die radiologische Diagnostik relevanten Aspekte der aktualisierten S2K-AWMF-Leitlinie der obstruktiven Sialadenitis vor. Es existieren 6 große extraorale Speicheldrüsen. Unter einer obstruktiven Sialadenitis ist deren Entzündung zu verstehen, wenn sie durch eine Obstruktion des Ausführungsgangs hervorgerufen wird. Charakterisiert wird die obstruktive Sialadenitis durch einen reduzierten oder aufgehobenen Speichelabfluss der betroffenen Drüse mit anschließender bakterieller Superinfektion. Die absolute Speichelproduktion wird nicht beeinflusst. Die Symptomatik der obstruktiven Sialadenitis wird von einer rezidivierenden, periprandial aggravierten Drüsenschwellung geprägt, die häufig schmerzhaft ist und über Stunden bis Tage anhält. Die interdisziplinär erarbeitete deutsche S2K-AWMF-Leitlinie zur Behandlung der obstruktiven Sialadenitis stellt einen neuen Stand im Rahmen des Leitlinienprogramms der AWMF, der Deutschen Facharztgesellschaft und den klinischen Disziplinen dar, die mit Erkrankungen der Kopf-Hals-Region befasst sind. Die obstruktive chronische Sialadenitis hat in den letzten Jahren Erneuerungen bezüglich ihrer Diagnostik und auch der therapeutischen Möglichkeiten erfahren. So kann heute durch eine verbesserte radiologische Diagnostik eine individuell optimierte Therapie durchgeführt werden. Noch vor wenigen Jahren war die Extirpation der gesamten betroffenen Drüse die einzige relevante Therapieoption. Heute liegen Verfahren vor wie die interventionelle Sialendoskopie oder die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie in Kombination mit einer Gangschlitzung oder Gangmarsupialisation. Die erstrebenswerte Rekanalisation des Hauptgangs der Drüse steht dabei im Vordergrund. Die aktualisierte Leitlinie beschreibt alle derzeit relevanten diagnostischen und therapeutischen Verfahren zur Behandlung der obstruktiven Sialadenitis. Als bildgebende Verfahren stehen die Sonographie, die konventionelle Röntgen- bzw. digitale Substraktionsangiographie-Sialographie, die Magnetresonanz-Sialographie, die Sialendoskopie sowie die Speicheldrüsenszintigraphie im Vordergrund. Die aktuelle Leitlinie gibt nur eine einzige konsensusbasierte Empfehlung zur Modalitätswahl der durchzuführenden Diagnostik und empfiehlt hier die Sonographie als Verfahren der ersten Wahl. Letztlich schließt die Sonographie bei negativem Befund ein Steinleiden nicht mit Sicherheit aus. Diesbezüglich kann zur Beurteilung auf die ergänzende MRT- oder CT-Diagnostik ausgewichen werden. Die Auswahl weiterführender Diagnostik solle aufgrund der jeweiligen methodischen Limitierungen bzw. Vor- und Nachteile individuell getroffen werden. Für die spätere Selektion des geeigneten Therapieverfahrens ist eine möglichst genaue Befunderhebung eines Steinleidens in Bezug auf Anzahl, Lage, Größe, Konfiguration und eventueller Fixation von Konkrementen entscheidend. Fazit: Die Autoren zeigen, dass die verbesserte radiologische Diagnostik eine individuell optimierte Therapie bei der obstruktiven chronischen Sialadenitis ermöglicht. Die Sonographie gilt nach der Leitlinie als Verfahren der ersten Wahl, da die Kopfspeicheldrüsen sehr oberflächlich liegen. Die Sonographie unterliegt allerdings der MRT- oder CT-Bildgebung in der sicheren Detektion von Steinleiden.